Willkommen Leute zu einer neuen Vorstellung und heute haben wir mal einen Woodcrusher, also einen Häcksler, womit wir eben das Holz zerkleinern können, also zu Hackschnitzel verarbeiten können. Und das schöne Ding ist hier bereits, hier steht wie in einer richtig geilen Schrift Crusher drauf, gefällt mir. Im Shop finden wir das schöne Teil unter Forstgeräte, ganz hinten. Das kostet uns 25.000 Euro. Hier haben wir noch verschiedene Farben, die wir hier wählen können. Wir, ja, alle möglichen Farben, alle möglichen Ingame-Farben haben wir hier. Jo, ansonsten keine Erweiterungen. Wundert mich nicht, weil was sollte man für das Teil noch für Erweiterung eben dran bauen? Wenn wir einsteigen, öffnet sich der Woodcrusher schon. Und ja, wir können erstmal das Rohr einfahren. Okay. Dann den Häcksler senken. Okay. X. Damit können wir die Maschine öffnen. Das geht dann in den Boden rein. Okay, das machen wir mal ganz schnell wieder hoch. Hat niemand gesehen. Ist hier links, ist abladen. Können wir anscheinend. Ja, können wir anscheinend jetzt noch nicht, weil wir nichts geladen haben. Dann mit B können wir den Häcksler anschalten. Okay. Dann würde man theoretisch hier, wenn man aussteigt, geht der Häcksler aus. Okay, da müsste man dann in den Spieloptionen. Also wenn ihr den Fehler beheben wollt, müsst ihr dann hier in den Spieloptionen, wo ist es? Hier ist es. Müsst ihr dann, wo ist es? Ist es hier überhaupt? Ich glaube nicht. Hier ist es. Genau, automatischer. Ne, das ist nicht. Doch, das ist es. Müsst ihr ausstellen, dann könnt ihr eben mit der Leertaste. Aber dann bleibt. Doch, dann bleibt er an. Und ich prüfe mal gerade. Okay, dann bleibt auch das Gerät an. Also ihr müsst die Option einfach auf anstellen, damit ihr das eben auch anlassen könnt für den Forst. Ansonsten geht's halt immer wieder aus. Das ist halt ein bisschen schlecht gemacht. Also ich wüsste eben nicht, wie man es besser machen könnte. Ich würde es eigentlich auch nicht besser hinbekommen. Aber ja, um den Fehler zu beheben, macht es einfach an und fertig, Leute. Wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ciao.